Ja, es gibt genetische Ursachen von Erkrankungen, aber überhaupt nicht so, wie wir es denken. Unsere Gene sind dafür gemacht. Wir kommen aus, weißt du, vom Einzeller zum Mehrzeller, zum Reptil etc., zum Säugetier. Und along the way der Evolution haben wir immer weiter durch unsere Evolutionspunkte neue Features gesammelt, die uns vor Problemen bewahrt haben. Weißt Ja. du, ein Hamster zum Beispiel, der tröpfelt einfach die ganze Zeit und kann die ganze Zeit von Fressfeinden gefunden werden. Wir haben eine Blase entwickelt, die uns hilft, nur alle paar Kilometer pinkeln zu müssen, so. Und uns dann zu offenbaren für die Fressfeinde. Wir sind mit Durst, können wir besser umgehen, weil wir die Fähigkeit haben, Flüssigkeit zu konservieren und zu speichern, über das Nierensystem, über Blutdruck etc. Andere Lebewesen müssen konstant an Flüssigkeit sein, sonst sterben die. Wir können alle paar Stunden oder alle paar Tage trinken und wir überleben. Genauso mit Essen. Die Evolution des Körperfettes, die Evolution der Leber, der Bauchspeicheldrüse hat es uns ermöglicht, Energie zu konservieren. Das ist eine unglaublich krasse Erfindung. Es gibt viele Lebewesen, die müssen konstant essen. Sonst geht das. Kolibris zum Beispiel als eine der höheren Lebensformen, die konstant essen müssen, aber auch so niedere Lebensformen, alleine so Bakterien und so, die müssen halt konstante Nahrungszufuhr haben, sonst sterben die. Wir haben also Schutzmechanismen entwickelt gegen Hunger. Wir haben Schutzmechanismen entwickelt gegen Durst. Wir haben Schutzmechanismen entwickelt gegen Kälte. Die ganze Schilddrüse, Mitochondrien sind ein großer Teil von Auch Wärmegenerationsmechanismen. gegen Ja. Hitze, ja. Wir haben gegen Hitzemechanismen entwickelt, gegen Gewalt. Das ganze Stressnervensystem ist gegen Gewalt geeignet. So, was passiert jetzt, wenn wir in unserem Leben keinen Hunger mehr haben, keinen Durst, keine Hitze, keine Kälte, keine Gewalt? Dann degenerieren diese Systeme. So, die verlieren dann Funktionsfähigkeit und dadurch werden wir krank. So eine Schilddrüsenunterfunktion, ein Bluthochdruck etc., die sind natürlich die Sachen, die wir eben gesagt haben, die sind auch in gewissem Maße ein Mangel an Hunger und ein Mangel an Durst und ein Mangel an Hitze und ein Mangel an Kälte und ein Mangel an Gewalt. Und damit mit Gewalt meine ich nicht, dass man sich immer abstechen muss, aber einfach so physische Nutzung deines Körpers, so auch so, dass man es ernst meint. Weißt du, ja, ich meine, du machst doch CrossFit, so, du machst es doch mit einem Gewissen, du hast doch einen kleinen archaischen Drive dahinter, wo du sagst, ich will bereit sein. Du weißt noch nicht wofür, aber du willst bereit sein. Das hat ja auch was tief Evolutionäres. Ne, Ey, und die was? Competition, dieser Drang zur Competition auch zum Teil, Ja. dass man, auch wenn es die Competition mit einem selbst ist, das muss ja nicht unbedingt, dass man sich mit jemandem battelt, aber dass man etwas, zum Beispiel eine bestimmte Number an Reps irgendwie bei einer Übung gemacht hat, man möchte das jetzt toppen. Dieser Drang, etwas zu toppen, dieser Battle, den man so da die ganze Zeit führt, das ist ja quasi genau das. Exakt. Und was du damit halt machst, mit diesen Sachen, ist halt, du über diese quasi extremen Reize von außen aktivierst du in deinem Körper etwas, das nennt sich Hormesis. Hormesis ist etwas, das hat kein Auto, das hat kein Haus, das hat keine Maschine der Welt. Nur du als lebendiger Organismus hast Hormesis. Hormesis bedeutet, du wächst an dieser Herausforderung und sie macht dich gesünder und sie macht dich besser. Es weckt sozusagen deine Organe auf. Es weckt deine Schilddrüse wieder auf, es weckt deine Leber auf, deine Bauchspeicheldrüse, deine Muskeln. All deine Organe werden dadurch wieder aufgeweckt. Durch ab und zu mal hungern, ab und zu mal Kälte, ab und zu mal Durst, ab und zu mal ein bisschen frieren, ab und zu mal schwitzen, ab und zu so bewegen. Und immer mal wieder rein. Das nennt sich Hormesis. Und da gibt es halt auch die hormetische Medizin. Und mit hormetischer Medizin alleine kann man schon sehr viele entzündliche Sachen, Bluthochdruck etc., kann man damit schon anfangen zu therapieren und behandeln und auch erfolgreich. Und auf der Basis der Hormesis haben wir halt, auch gerade weil es so bei entzündlichen Sachen so gut funktioniert, haben wir halt dieses Immunsignaturprogramm gebaut, wo wir halt denen auch beibringen, wie man mit den 5 Doktoren, das sind die Ärzte der Hormesis, ne? Dr. Kälte, Dr. Bewegung, Dr. Atmung, Dr. Schlaf und Dr. Warte mal. Ich werfe die mal durcheinander. Also 5. Atmung, Ernährung, Bewegung, Schlaf und Kälte. So, das sind die 5 Doktoren des Lebensstils, 5 Doktoren der Lebensstilmedizin. Und die haben halt einen unglaublichen Effekt, je nachdem, welche Methodik man halt benutzt. Weil du kannst die Atmung mit ganz vielen verschiedenen Methoden einsetzen, du kannst die Kälte mit verschiedenen Methoden einsetzen, Ernährung mit verschiedenen Methodiken. Und wir haben halt in diesem Immunsignaturprojekt auf Basis menschlicher Evolution diese ganze Storyline aufgebaut und auch erzählen das ganz genau auch im Detail, wie man dann mit den verschiedenen Methoden verschiedene Effekte im Körper generieren kann, um damit sein Immunsystem, was ja 2 Funktionen hat, einerseits Abwehrfunktion und andererseits aber auch Regenerationsfunktion, wie man sein Immunsystem einfach in die beste Position bringt, dass es einen regenerieren kann und auch gleichzeitig abwehren kann. Und das ist das Immunsignaturprojekt, das haben wir halt
im letzten Jahr im Oktober gestartet. Ich hatte beim RKI mal angerufen, hatte gesagt, ey, was haltet ihr eigentlich davon? Weil das wäre doch eigentlich die Lösung, oder nicht?